Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir den Thomas von PlayerGaddon und der Michael Boss ist auch heute dabei. Ja. Okay, also in der heutigen Folge habe ich mal vor, etwas ganz Schwieriges zu probieren. Und zwar die Hybrid-Taktik, eine schwere Taktik, somit eigentlich die schwerste in ganz COC, oder? Kommt drauf an. Also einer der schwersten, kann man so sagen. Es ist die schwerste, um ehrlich zu sein. Wenn man sie kann, okay, ist sie gut. Aber man muss halt darauf achten, es gibt verschiedene Taktiken. Lavalunion ist jetzt schwerer geworden wegen dem zweiten Luftfeger. Mm. Und weil die haben jetzt die Drachen Level 5 rausgebracht und dann kommt natürlich auch ein Luftfeger und dann sind halt die Luftfights immer schwieriger geworden und die meisten Top 200, entweder lokal oder global, kannst du dir eigentlich aussuchen, ob lokal oder global, die greifen alle nicht mit Hybrid und auch nicht mit Go Wipe an, weil die es nicht können. Die greifen immer mit Lavalunion an, um auf einen One-Star zu gehen. Okay. Das ist jetzt noch schwieriger geworden. Also fängst du da mal an zu erklären, wie das Ganze ablaufen wird? Denn wie gesagt, ich kann das nicht so schnieke und dann... Also bei Hybrid kommt es drauf an, so viel wie möglich an Flächenschäden und Luftabwehren zu zerstören, wo es nur geht. Und zwar hat man meistens, also ich bin jetzt ja Rathaus 10, aber ich versuche es jetzt mal so als Rathaus 10er und als Rathaus 9er zu erklären. Und zwar hat man halt, also die Taktik kann man ja verschieden machen. Also es gibt verschiedene Arten, einer nimmt jetzt einen Päcker noch mit, der andere einen Golem und so weiter und so fort. Aber ich erkläre die Taktik jetzt so, dass es so für einen Rathaus 9er und einen Rathaus 10er mit den Truppen und mit den Zaubern eigentlich am besten ist. Und zwar muss man auch darauf achten, hat der Gegner jetzt eine Clanburg oder nicht. Wenn er eine Clanburg hat, kann man sie locken oder nicht. Man kann sie blitzen oder sie locken, das ist eigentlich egal. Sagen wir jetzt mal, der Gegner hätte jetzt eine Clanburg. Mm. So, dann muss man die Clanburg locken oder blitzen, das ist ja egal. Scheiß was drauf. Sagen wir mal, du lockst jetzt die Clanburg, dann musst du die locken und killen. Darum gehen natürlich wieder wertvolle Truppen verloren. Daher kann man das so machen, dass man einen Jumpspell mitnimmt. Und mit diesem Jumpspell, dann kann man sich aussuchen, ob man in der Clanburg einen Golem, am besten wäre natürlich 5, auch für die Rathaus 9er, einen 5er Golem mitnimmt. Und dann versucht mit dem Jumpspell und diesem Golem aus der Clanburg seinen beiden Helden, man muss eigentlich beide Helden mitnehmen, weil es sonst eigentlich zu schwer ist für Rathaus 10. Für Rathaus 9 ist ein Held in Ordnung. Okay, das passt gut. Außer man greift einen Rathaus 10er an, dann sollte man natürlich beide Helden dabei haben. Aber wenn du gleich selber angreifst, such dir auf jeden Fall einen Rathaus 9er. Das ist auf jeden Fall sicherer. Mm. Auf jeden Fall hat man dann einen Jumpspell mit, einen Golem und einen Magier wahrscheinlich in der Clanburg, wenn man Rathaus 10 ist und einen Bogenschützen. Aber weil du ja Rathaus 9 bist, hast du ja nur einen Golem. Das heißt, man setzt den Jumpspell dahin, wo am meisten Flächenschäden sind. Das ist sozusagen die erste Taktik. Das heißt, man setzt den Jumpspell zum Beispiel dahin, wo ein Minenwerfer ist, ein Magierturm und die Luftabwehr zum Beispiel. Okay. Weil man muss darauf achten, ob du jetzt mit Bodentruppen angreifst oder mit Lufttruppen. Wenn du mit Lufttruppen angreifst, dann musst du auf jeden Fall die Luftabwehr und den X-Bogen und wahrscheinlich einen Magierturm und wenn es geht vielleicht noch einen Tesla oder einen Bogenschützenturm platt machst. Wenn du Bodentruppen dabei hast, dann musst du einfach alles plätten, außer die Luftabwehr. Aber weil du ja jetzt die Hybrid-Taktik machst für Rathaus 9er und für Rathaus 10er, wo man mit Lavalunion auch noch angreift und beziehungsweise mit Quadro, um den Rest zu clearen, ist es so, dass man den Jumpspell setzt, den Golem, dann hat man noch 4 Magier dabei. Diese 4 Magier setzt man dahinter, um halt die Außengebäude zu zerstören, weil der Golem ja den ganzen Schaden auf sich nimmt. Dann setzt man seine beiden Helden und versucht, die eine Luftabwehr, die am nächsten draußen ist, zu zerstören, weil dann hat man nur noch 3 Luftabwehren, dann hat man zwar beide Helden down, wahrscheinlich, ist so unwahrscheinlich, dass die überleben, aber auf jeden Fall hat man dann die eine Luftabwehr down und wahrscheinlich ist in der Nähe von der Luftabwehr natürlich auch die Queen oder der King vom Gegner. Dann kommt auch die Clanburg raus, dann musst du entscheiden, haust du jetzt über den Golem, über die beiden Helden einen Rage-Zauber, um die Clanburg so zu killen, oder du nimmst einfach einen Blitzzauber und blitzt die weg. Oder halt jetzt bei der neuen Taktik mit dem Poison-Spell, macht man einfach die Clanburg weg. Und du musst auf jeden Fall versuchen, einen Inferno-Turm zu kriegen, wenn du Rathaus 10 bist, eine Luftabwehr, beide Helden. Am besten gehst du mit Hybrid immer bei der Queen rein, weil die Queen ja auf Lufttruppen geht. Dann machst du die Queen halt down, dann kann die nicht mehr deine Balloons vom Himmel runterschießen. Und natürlich den Flächenschaden als Magierturm. Das ist sozusagen das erste Wichtigste. Wenn das geklappt hat, und du hast jetzt eine Luftabwehr, einen Inferno-Turm, sag ich mal, und jetzt die Queen getötet. Der King ist ja unnötig, der greift seine Lufttruppen nicht an.
Dann setzt du bei den anderen drei Luftabwehren jeweils einen Hound, also setzt den Hound jetzt bei der Luftabwehr, setzt bei der anderen Luftabwehr den Hound und bei der anderen Luftabwehr, so dass die auf die anderen drei Luftabwehren gehen, weil du ja schon mit der Vortaktik und den beiden Helden mit dem Golem die eine Luftabwehr schon zerstört hast drauf. Dann setzt du immer so vereinzelt, da setzt du 5 Loons, da setzt du 5 Loons, da 5, also nicht so wie so eine Reihe, so flop, 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 dass es eine Reihe ist, sondern du musst immer so 3 da setzen, 5 da, dass du immer so die Außengebäude sozusagen zerstörst, wo auch Death ist, zum Beispiel in der Kanone und so weiter, das musst du dann alles zerstören. Das ist vor allem sehr wichtig und da, wo dann die Loons sich sammeln, setzt du ein Rage, das heißt, du setzt, weil du ja noch 3 Zauber mit hast, weil du machst ja die Taktik mit einem Jump 3 Rage, ne? Musst du den Rage bei der einen Luftabwehr, bei der anderen Luftabwehr und bei der anderen setzen, dass die Lava-Hounds auf jeden Fall im Rage sind und natürlich den ganzen Schaden aufnehmen. Dann hast du noch, wenn es hochkommt, hast du vielleicht noch ein paar Backup-Truppen, vielleicht hast du noch 5 Minions oder 6 Minions dabei und noch 2 Goblins. Die 2 Goblins, kann ich auch sagen, wofür die sind, und zwar, die Loons sind ziemlich langsam. Wenn man diese Taktik braucht, muss man jeden Schritt perfekt planen, weil wenn du die Zeit verkackst, dann wird es ein Nullstar oder ein One-Star, weil dann die Loons ziemlich langsam sind. Da muss man drauf achten, dass du dann die Goblins setzt, weil die Ressourcengebäude dann noch am Leben sind, weil ja die Loons nicht auf Ressourcen gehen, sondern auf Death. Und dass du dann einen Goblin da setzt. Ich will dich ja nicht unterbrechen, aber ich habe gerade einen Gegner gefunden. Ja. Der ungefähr den Anforderungen entspricht. Queen ist im Ausbau. Ja, das ist gut. Und auch die Luftabwehr ist relativ weit außen, sodass man halt mit dem Golem reinkommt. Ich setze hier mal den Musst du auf jeden Fall machen. Spell hin. So, Auf jeden Fall hat man dann die 2 Goblins dabei, um halt die Ressourcengebäude zu zerstören, weil die Goblins ja vierfachen Schaden machen an Ressourcengebäude. So, jetzt habe ich den Golem da hingesetzt, jetzt die Queen dahinter, ne? Nein. Nein? Okay, jetzt ist ein bisschen warten. Du musst deine Magier setzen, um die Außengebäude zu zerstören. Ja, hab ich ja. Ja, okay, dann musst du die Queen setzen, dass die Queen über den Jumpspell reinhüpft zur Luftabwehr und die Luftabwehr kaputt macht. Ja, das ist gleich der Fall. Ja, na natürlich muss sie erst den dunklen Bohrer kaputt machen. So, die Luftabwehr ist down, was jetzt? Ja, ist die Queen noch am Leben? Ja. Dann machst du so lange weiter, bis die Queen lebt. Solange sie lebt. Mach weiter. Setz noch nichts anderes. Okay. Ist ein Golem aus der Klarenburg rausgekommen. Ja, das ist egal. Lufttruppen interessieren ja nicht. Das ist schon mal positiv. Das heißt, du brauchst keinen Blitz. Und Blitz hast du ja sowieso nicht mit, also passt das. Hast du die Queen jetzt auch schon gleich wahrscheinlich am Zünden? Ja, die Queen ist jetzt down. Okay. Gezündet hast du die aber, ne? Ja, klar. Sonst wäre es peinlich. Auf jeden Fall schnell. Hast du jetzt noch 3 Luftabwehren stehen, ne? Ja. Dann setzt du bei jeder Luftabwehr ein Hound. Okay. Da ein Hound. Und setzt immer so verteilt so. Da 2 Loons. Und dann musst du gucken, dass du, wo die Luftabwehr ist, wo der Lava-Hound hingeht und auch die Loons, musst du immer ein Rage setzen. Okay, Moment. Ich gebe hier mein Bestes. Hier, Moment. Du weißt, die Zeit rennt, ne? Die Zeit rennt sowas von hier. Ja. Fühlt auf jeden Fall schwer. Oh ja. Ei, so, also ein Stern ist es. Ja. Und 2 Sterne sind hier auch noch drin. Ja. Die Taktik, aber 3 ist ja, Sterne die nicht. Taktik ist ja für 2 und 3 Sterne geeignet bei guten Basen. Okay. Ja, also schlecht würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie es war. Nee, aber wenn du möchtest, kann ich dir gerne einen Fight vorbereiten. Okay. Dann kannst du den am Ende des Videos dranhängen, dann sieht man das, wie ich die Taktik mache für Rathaus 10, wenn du das möchtest. Ja, klar. So, 2 Sterne geholt, jetzt können wir den Rest aussetzen. Beziehungsweise Bogenschützen etc. Ja. So, mein Elgato natürlich... Das Bild verloren, wieder da. So, jetzt kann ich beenden. 52% 2 Sterne, es geht eigentlich. Ja, war das ein Rathaus 10er? Ja, 9er. Okay. Ja, ich habe zum ersten Mal Meteorit angegriffen, das muss man auch noch beachten. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Boah, also wenn ich es übe, vielleicht kann ja was draus werden. Ja. Du musst auf jeden Fall darauf achten,
dass du keine Zeit verlierst. Verlierst du 10 Sekunden oder so, um irgendwie da doch eine zweite Luftabwehr zu holen, lass es lieber sein, setz direkt die Loons und die Lava Hounds, weil die sind so langsam. Das ist abnormal krass. Mhm. Musst du auf jeden Fall musst du bei dieser Sache darauf achten, dass du darfst du dich auch nicht verdroppen oder so, dass du irgendwie falsch was setzt oder so. Mhm. Weil dann bist du auch richtig im Arsch. Okay, dann würde ich jetzt sagen, das war's dann mit der Folge, ne? Also ja. Wir werden den Angriff noch hinten dran hängen, ne? Ja. So, dann kann ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Hallöchen und willkommen zurück, ja. Also wir gucken uns gleich nochmal den CW-Fight von Michael Boss an. Also alles, was wir heute euch gezeigt haben, kann man auch im CW verwenden. Also den Go-Wipe-Eingriff, der gleich kommt, kann man noch mit reinlassen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Base Nummer 2 an. Die werde ich jetzt auch angreifen. Ich hoffe, dass ich einen Tooster schaffe. Aber sollte auf jeden Fall bei der Base klappen. Er hat kein Single Inferno. Alles gut, ich werde auf jeden Fall dann den Freeze draufhauen und ja, nicht drum rumlabern, würde ich sagen. Let's go. Good luck. Oh, ich kann live zusehen, geil. Nee, ja. Echt jetzt? Ja. Bei mir ist ja alles ein bisschen verzögert. Das ist lustig. Okay, das ist dann Lakai gesetzt. Okay, jetzt da die Golems. Ja, man, muss, ne? Ich hoffe, dass die Magier da jetzt schön schnell die Außengebäude kaputt machen. Das war auf jeden Fall alles gut gesetzt. Klambo kommt raus, direkt gleich blitzen. Jo. Ersten Rage drauf. Oh, der Sprung saß gut. Klambuk perfekt geblitzt. Ja, ich sehe es noch nicht. Ich sehe es jetzt. Boah, ich will auch in Licht hauen oder Level 10er sein. Da den Freeze draufhauen. Und in der Mitte Rage. Ey, das ist doch perfekt. Das läuft gut. Rathos ist schon gefallen. Spoiler nicht. Okay, ich spoiler nicht. Tut mir leid, Rathos steht ja, noch. Jetzt haben wir es auch gesehen. Alles ist noch hier am Leben. Ich sehe es. King erstmal am Zünden, Alter. Bats, Bats, Bats. Ja, lockere 2 Sterne. Ja. Queen zünde ich gleich noch. Wird ganz knapp. Seit dem letzten Update schießen die Bogenschützentürme auch anders, ne? Ja, die schießen schneller. Aber es wird trotzdem noch knapp. Muss ich ehrlich sagen. Es wird trotzdem noch knapp. Yo. Da kommt auch ein Bogenschütze dran. Okay, da oben ist ein Goldlager, was die Bogenschützen gerade nehmen. Ja. Das müsste eigentlich noch fallen. Da musst du gucken. Ja, da oben sind eigentlich tote so, Gebäude. 45%. Du kannst die dunkle Kaserne da oben auch noch nehmen. Warte. Das mache ich auch gleich. Ich hole mir jetzt erstmal hier das Armeelager, weil das Armeelager kriegt man immer. Da oben sind auch noch tote Gebäude. Und jetzt warte ich erstmal ab. Ich habe noch eine Minute. Also die Bauhütte kriegen wir auf jeden Fall. Die dunkle Kaserne nehmen auch noch. Die dunkle Kaserne auch noch. Und das hier auch noch. Also wenn das keine 2 Sterne werden, weiß ich auch nicht. 48% bin ich ja, jetzt gerade. Ja, werden locker 2 Sterne. Ja, schreiben ja, die auch schon im Clan-Chat rein. Zack, perfekt. So greift man an, würde ich sagen. 45%. Mal sehen, ob wir den Bohrer noch kriegen. Komm, das wäre nice, wenn wir den Bohrer noch kriegen. Kriegst du noch ein komm, bisschen dunkel. Komm. Ja, komm, das bisschen. Aber na gut, war auf jeden Fall nicht gerade so gut der Fight. 2 Sterne, was will man mehr? Ja, man kann 6 Tauber mitnehmen und ich nehme nur 5 mit. Ist auch gut, ne? Würde ich sagen, beenden wir mal den Fight. 2 Sterne, was will man mehr? Und dieser Bonus, Alter, der ist so krass, ne? Der ist krass. So, ich würde dann eigentlich sagen, das war's dann noch so mit der Aufnahme. Ich meine, der Go-Wipe-Angriff hat ja jetzt gepasst. Die Aufnahme ist schon relativ lang. Ja. Jo, dann an alle meine Zuschauer, falls ihr Michael Boss noch nicht kennt. Link ist oben in der Beschreibung. Schaut mal vorbei, wenn ihr tägliche COC-Videos sehen wollt. Und dann, willst du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Eigentlich nicht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, dann haut rein. Und guckt auf jeden Fall bei mir vorbei. Musste ich jetzt sagen. Ja, aber ich schreibe dir nachher meine Kontonummer, damit du mir das Geld für die Werbung überweist, ne? Ja. Ja, klar, mache ich. 100%ig. Okay. Dann ciao, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Ciao. So, liebe Leute, die Aufnahme ist noch nicht ganz vorbei.
Und zwar werde ich euch jetzt noch einen Feind zeigen. Der liebe Michael Boss hat noch einen Hybridangriff gemacht. Und wir gucken uns mal einfach an, womit hat er angegriffen. Mit 3 Lava-Hounds, 1 Golem, 5 Lakaie, 4 Magier, 18 Ballons, 1 Mauerbrecher und 2 Goblins. Den Mauerbrecher hat er wahrscheinlich für einen Golem mitgenommen, was? Wir gucken jetzt einfach mal, wie er angegriffen hat. So, keine Ahnung, von wo er angegriffen hat. Von hier oben, okay, jetzt gleich setzt er den Jumpspell. Der saß schon. Ja, hätte man ein bisschen weiter runtersetzen können, schätze ich mal so. Dann hätte man auch ungefähr zur Luftabwehr kommen können, aber wir wollen ihn ja nicht kritisieren. Ich meine, er kann das bestimmt besser als ich. Er kann es besser als ich, sagen wir es so. So, Helden sind rein, läuft schon mal perfekt. Er könnte sogar eventuell, wenn die Helden richtig laufen, 2 Luftabwehren ausnocken. Ich habe den Feind noch nicht gesehen, deswegen kommentiere ich gerade so, als wenn ich ihn noch nie gesehen hätte. Habe ich auch nicht und deswegen. Ah, leider sind die Helden jetzt außen lang gelaufen und das Problem ist, er hat keine einzige Luftabwehr down bekommen. Ist ein bisschen schade, aber ja gut, kann man nichts machen. Magier laufen außen lang. Ist nicht so schnieke, okay. Königin jetzt gezündet, Barbarenkönig hat das schon noch nicht gezündet. Okay. Okay, jetzt hat er ihn gezündet. Aber er bekommt mit dem Bogenschützen die noch down. Perfekt, würde ich sagen. Oh, das lief wirklich gut. Jetzt ist die Frage, warum läuft aber Bahnkönig nicht zur Luftabwehr? Naja, egal. Ich glaube, 2 Sterne müssten es werden. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele es geworden sind. So, die Clanburg ist da. Aber die ist ja nicht allzu wichtig. Ich meine, es sind nur Bogenschützen drin. Und was macht er jetzt? Das ist die große Frage. Er überlegt ein bisschen, schätze ich mal. Und überlegt. Und überlegt. Und überlegt. Okay, da. 2 Lava-Hounds und ein setzt er. Oh, doch, hat er da gesetzt, okay. Jetzt 2 Rage-Spell. Wir machen mal zweifache Geschwindigkeit und gucken. Okay, doch, einfache Geschwindigkeit ist dann viel zu schnell. Oh, die Lava-Hounds haben sich jetzt gespalten. Oh, sieht eigentlich relativ gut aus. 2 Sterne weiß ich jetzt nicht. Glaube eher nicht, aber ja gut. Kann man jetzt machen, ja. Frost saß, 1 Tesla, 1 X-Bone, 1 Inferno ausgenockt. Wobei, das läuft eigentlich relativ gut, ne? Aber 3 Sterne, ich glaube, die Zeit fehlt dazu, da die Luftballons ja schon relativ langsam sind. Jo, 2 Sterne wären es auf jeden Fall. 3 Sterne weiß ich nicht ganz, aber Respekt dafür, dass du es geschafft hast. Ich meine, diese Lava-Welten machen echt ultra viel Damage. Muss man schon zugeben. Für ihre Größe, beziehungsweise die sind ungefähr wie Lakaie, würde ich mal so sagen. Aber das wären leider nur 2 Sterne, schätzungsweise. Weil die Zeit am Ende fehlt, so wie es aussieht. Ja, Zeit fehlt am Ende. Das war das Problem. Wobei, nee, sind 3 Sterne geworden, ne? Puh, nice one. Nice. Muss sagen, ist eigentlich nicht selbstverständlich, als Radius-Level 10er zu Sweestern. Ja, mit 40er Helden, aber trotzdem. Dann würde ich sagen, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.